Yo Leute, was geht? Hier ist euer Freaking und heute mit einem neuen Video und heute zeige ich euch, wie ihr in Infinity Warfare wirklich alle Sachen freischalten könnt, selbst die Sachen, die erst nach der Beta rauskommen und wirklich alle Lackierungen und Streaks spielen könnt. Und ja, für diesen Glitch will ich wirklich, dass ihr den Like-Button so richtig vergewaltigt und falls ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid, dann auch noch den Abo-Button drückt, weil der Glitch ist wirklich krass. Aber bevor ich mit dem Glitch anfange, will ich noch die Gewinner des Beta-Codes-Gewinnspiels bekannt geben, nämlich einmal der Leon spielt 123 und der Alex Drost. Das sind die Gewinner, die sollen mich dann einfach auf Skype anschreiben. Da kriegen sie auch ihren Beta-Code. Und ja, falls ihr es nicht gewonnen habt, dann könnt ihr noch bei meinem Kumpel Rido vorbeigucken, wer ist wirklich ein korrekter Typ und der verlost auch nochmal 4 Beta-Codes. Ich denke mal, dann in der nächsten Stunde wird er auch ein Video dazu hochladen und ja, da fangen wir am besten mal mit dem Glitch an. Also wirklich, der Glitch ist wirklich einfach, ihr müsst einfach nur eine Lobby suchen und müsst warten, bis nur ein Spieler in der Lobby drin ist, dann geht ihr einfach ins Hauptmenü, geht auf Datum und Uhrzeit und setzt die Zeit auf 2050 und stellt die Uhr eine Stunde zurück und dann geht ihr einfach wieder in Infinity Warfare und da wird jetzt so eine Fehlermeldung kommen. Die müsst ihr einfach wegdrücken und jetzt könnt ihr wirklich in Einstellungen gehen und wirklich alles freischalten und ja, also das war's jetzt schon mit dem Glitch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin raus und ciao.